Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Outlast, dritte Folge und dritte Aufnahme der dritten Folge. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Leider kenne ich die nächsten 20 Minuten theoretisch gesehen in- und auswendig. Ich werde mich wahrscheinlich wieder erschrecken, obwohl ich mittlerweile alle schon kenne. Ja, erschreckt mich jetzt nicht mehr so ganz. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich hatte das Weihnachten aufgenommen und dann letzte Woche nochmal, weil ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken beim ersten Mal. Und ich glaube, das ist mir beim zweiten Mal auch passiert. Denn ich hatte wieder nur das drin, wo ich sagte Tschüss. Und das, ja, wollten wir ja nicht, ne? So. Ich gucke mich jetzt hier nochmal kurz um und ich weiß eigentlich allerdings nicht mehr, wo was war. Ich glaube, hier war nichts. Okay. They killed us. You got out. The Varians. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors for security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ich finde das so eklig. Ne? Leute, hier liegen überall so. Und hier sind überall Köpfe, vor allem glänzen die Augen noch. Ey, das ist so widerlich. Guck nicht überall so zwei Augenpaare an. Vor allem tropft es hier an. Der ist ja ganz frisch abgetrennt wohl hier. Der ist natürlich sehr frisch hier. Das ist ja. Boah, ist das. Da kriege ich aber auch ein paar Schauer wieder ab, ne? Also. So, der ist jetzt einfach da in die Tür gegangen. Ja, hier konnten wir nicht durch, mussten wir einmal rum. Also wir sollen jetzt den Sicherheitsschlüssel besorgen und dann durch den Haupteingang fliehen. Okay, das kriegen wir vielleicht hin. Batterie? Nimm die Batterie. Warte mal. Ich muss kurz auf mein Handy gucken. Sorry, Leute. Ich gerade eine SMS bekommen. So. Okay. Hier geht's nicht weiter. Und dann wollen wir uns mal da durchquetschen. Little Was? 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 Faith. Was? 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 Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Neues Ziel, fliehe aus dem Nerven. Fliehe aus dem Nerven, benutze den Sicherheitsmaterial. Terminal und hier flüchten. Also hier müssen wir raus. Klar kommen wir hier nicht raus ohne Sicherheitsschlüssel, weil guckt euch diese Tür mal an. Die ist sowas von verschlossen. Da kommen wir nicht raus. Was für ein Scheiß. Ja, hier liegen noch ein paar Freaks rum, ohne Kopf. Was ist so eklig? Und wir machen Fußabdrücke! Yeah! Etwas. So, hier müssen wir gleich hin, eine Akte. Wir haben auch vorhin, glaube ich, noch etwas bekommen. Ich bin drin. Ich bin drin. Über Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research System. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen?
Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein, erzählt, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann. Stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Alter, du kannst doch zurück. Du kannst doch da das Gerüst wieder runterklettern, in dem du raufgeklettert bist. Vollziehungsbefehl. Betrefft den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. Bla 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 bla. Eine staatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security, kurz MHS, geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Nach unserer Überzeugung erfordert das auch eidesstaatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Also wir müssen quasi auf alles verzichten, wenn wir hier arbeiten. Hier kommen wir nicht durch. Vor der Tür steht ein Rechner. Das ist, ey, Leute. So, ich gehe jetzt erstmal nochmal die Ecken hier ab. Ich glaube, hier sind auch nochmal Toiletten gewesen. Fliegt hier was rum oder bilde ich mir das die ganze Zeit nur ein? Ja, da habe ich jetzt auch keinen Bock. Wenn jetzt hier noch ein Viech rumfliegt, ne? Und die ganze Zeit schon da oben an die Decke. Oh, oh, oh. Batterie. Yeah! Ja, hier kommen wir nicht raus. Das sei denn, du hast einen Seitenschneider. Dann können wir uns hier auch ruhig durchstürzen. Wir sind hier im Erdgeschoss. Ist wohl nicht tief, ne? Problem ist ja, dass das Tor zu ist. Aber man kann ja über das Tor klettern. Der kann das ja wohl hier. Geil. Ich habe mich auch gerade so ein bisschen ausgeschlossen, der Außenwelt hin. Ich habe gerade die Tür zugemacht. Weil meine Tierchen meinen, sie müssten Krach machen. Habe ich mich quasi selber ausgesperrt. Jetzt habe ich gar keine Gesellschaft mehr. Habe ich Angst. Hallo. Bäh. Ist das eklig. Jetzt häng ich hier fest, scheiße. Alter. Halte ich nicht am Türrahmen fest? Geh einfach. So, rechts können wir nicht lang. Rechts sind die... Sind die Türen verriegelt. Wir können jetzt hier durch. Jetzt hier durch und sehen nichts. Ich sehe auch die ganze Zeit, ich habe mir das umgebaut alles, jetzt bin ich ja auch neben dem Fenster direkt. Hauptsache, ich sehe die ganze Zeit die Spiegelung von meinem Monitor im Fenster und denke, boah, what the fuck, was ist da draußen los? Nö, hier ist nichts. Auch nicht. Nee, keine Batterie, kein gar nichts, nur ein paar Tote. Die interessieren mich aber gerade nicht. So, hier ist ein Schreibtisch. Hier ist auch nichts. Hier ist noch ein Regal und hier liegt noch ein Dokument drin. Gib mir das. War das ein Dokument? Projekt Wallrider, Krankenbericht von Chris Walker. Bla 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 bla. Fallnummer 136. Patienteninitialen CLW Walker. Bla, Alter, Patienten 32, Geschlechte männlich, waren in der Art Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsch. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3, Hormon, risikobehaftet. Risikobehaftet, ist richtig. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation.
MRI Scans, ich habe keine Ahnung, was MRI Scans sei. Bitte schreib es mir in die Kommentare, ich weiß es wirklich nicht. Übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung: Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung gebracht. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruptionen, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren paritalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, schienen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Also er fühlt sich befreit, wenn er seine Stirnhaut entfernt, ja? Habe ich das jetzt richtig erkannt? Ja, jetzt können wir hier um die Ecke gucken, und da sitzt nur jemand, da kommen wir nicht raus. Das ist quasi hintenrum in der Eingangshalle. Da oben sind wir rausgefallen und jetzt sind wir hier einmal komplett rund, damit wir da hinten hin können. Hätten wir einen Schlüssel, hätten wir auch einfach hier durchgekonnt. Juckt die Nase. Wie immer, wenn ich mit Facecam aufnehme. So. Der tut uns. Klopapier. Der tut uns jetzt erstmal nichts. Schöner Fikus. Ja, und hier sitzen ein paar Freaks rum. Denen können wir aber nicht helfen. Ich hab die Nachtsicht noch an, ich depp. So, wir haben mal wieder was geschrieben. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer startet einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Hey, Leute! Hey, du siehst doch freundlich aus. So, was haben sie denn? Oh mein Gott. Und du? Au. Ja. Auch hier ist das Telefon tot. So, hier geht es leider auch nicht raus, auch wenn hier überall Exit steht. So. Da unten blitzt eine Batterie durch. Die habe ich beim ersten Mal nämlich nicht gesehen. Gott sei Dank beim zweiten Mal. Und daher weiß ich beim dritten Mal auch, wo sie ist. Nimm das. Hey. Ich finde, also die Geräusche vom Spiel gehen eigentlich noch so ein bisschen. War klar, diese lauten Töne, dieses Zischen, das ist schon ein bisschen heftig. Aber das Geatme von unserem lieben Herrn Mike, ey Leute, das geht gar nicht. Das fand ich ja bei Among Us Steve schon so krass, dass er halt dieses. Warum? Warum muss das immer sein? Warum müssen die Leute in Horrorspielen immer so Geräusche von sich geben, wo man denkt, what? Tschüss. Also wenn ihr mitkommen wollt, dann kommt mit, ich habe einen Schlüssel. Nein? Okay. Wie konnte ich noch mal rennen? Was war das denn? Willst du mich verarschen? Alter. Ich will gerade mal gucken, wie ich rennen kann. Und dann kommt er da auf mich zu.
Ich wusste das, aber ich dachte, wenn ich renne, passiert nichts. Deswegen wollte ich das ausprobieren. Okay. Jetzt können wir hier. Hä? Musste ich nicht hier irgendwie irgendwo ran? Nein? Muss ich jetzt nochmal hin? Achso, ich muss ja hier rein. Ja, okay. Stimmt. Du kannst nach hinten schauen, indem du. Wow. Oh Gott! Das mache ich nie wieder, das ist ja furchtbar. Türe schließen, okay. Hier ist nichts, sondern es gibt auch so viele verwirrende Räume. Ja. Bäh. Bäh. Ich stütze mich so ab, und das sieht so aus, als. Ich hier so die Hand auf dem Controller habe. Ja, na klar. So, ich meine, die Hände mit dem Controller auf dem Tisch. Witness. Auf dem Tisch, abgestützt habe. Sieht das so supi aus. So, wer seid ihr denn hier? Jermaine! Delay, oder wie? Ich glaube, dich hasst man, sonst hätte man das nicht eingeschlagen. Du siehst ein bisschen schäbig aus. Du schielst ein bisschen, finde ich. Die sind ja alle so verzerrt. Guck mal, als hätte man dann mit Photoshop rumhantiert. Schlecht. Die sahen noch never ever so aus. Was ist mit dem Auge los? Alter. Security. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Ich bin drin. Jetzt. Türe schließen. Delay. Wer lügt hier? Du? Gibt's hier noch irgendwas, was ich brauche? Batterie oder sowas vielleicht? Was? Verstecken? Oh. Natürlich weiß er, was man machen muss. Der Doktor. Da ich weiß, dass hier was passiert, verstecke ich mich auch direkt. Ich habe ungefähr bis dahin gespielt, bis der Dicke wieder rausgegangen ist. Und dann habe ich immer die Aufnahme beendet. Also ab dem nächsten Part ist es definitiv blind, wenn ich diese Folge nicht zum vierten Mal aufnehmen muss. Ich hoffe, er findet mich nicht. Bitte, bitte lass. Er guckt nur in den Rechten. Ich habe mich beim ersten Mal im Rechten versteckt und hat er mich erwischt. Ist auch fies, ne? Das muss man mal wissen. Na komm, geh. Geh bitte. Gott sei Dank. Okay, ich beende ab hier die Aufnahme. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.